Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Richtig Ratchet and Clank. Wir sind gerade hinter einem Geschützturm, weil hier zu viele Feinde waren und mich nicht sterben wollte. Und das eben das sicherste war. Und wir können direkt so ein cooles, nices, geiles Pack öffnen. Richtig nice und richtig geil. So, oder die Schiff ist da wiederum immer noch. Alter, die Waffe ist extrem stark. Ich kann vielleicht ihn nicht besiegen, aber ich kann seine Kumpels besiegen. Alter, der kann durch das Ding durchschießen, ist ja unfair. Alter, die immer mit ihren scheiß Türmen. Oh nein, noch mehr Kampfbots. Wie noch mehr? Ich werde kaum mit denen, die hier sind, fertig. Ich muss fliehen. Schon wieder. Wie im letzten Part. Alter, das hätte mich fast erwischt. Das auch. Zum Glück habe ich mir hier noch ein bisschen Leben aufbewahrt. Ja, ich weiß, ich bin genial. Oh. Man sieht die Schüsse aber auch von denen so schlecht. Und ich bin tot. Das war so schlecht. Jetzt versuche ich die echt nur mit dem Turm aufzuschalten. Ich kann auch nicht ranzoomen oder sowas. Los, töte sie alle. Treffe ich den? Ich glaube nicht. So, der wäre weg. Der müsste gleich auch weg sein. Wort gibt die Kugeln treffen. Der ist weg. Der hoffentlich gleich auch. Ach was, den schaffe ich auch so. Dem guten alten Brenner. Und das Ding hier wird gefährlich. Da habe ich ja zum Glück das hier. So. Sprich mit denen hier. Was? So, jetzt renne ich hier weg, hol mir das Leben. So, und jetzt gehe ich hier wieder zurück. Ah, gut, hier ist noch mehr Leben. So, hier ist das neu gespawnt, ansonsten wäre ich erledigt. Jetzt gar kein Risiko eingehen. Aber was ich machen kann, kurz dieses Kartenpack öffnen. So, das war's aber auch. Ja, die Reichweite anscheinend nicht groß genug. Was nehme ich denn am besten? Ja, den Brenner. Gegen die kann ich ja das hier einsetzen.
machen hier trotzdem Schaden. Waren das alle? Sind das Grindschuhe? Ein Trifeldschloss. Um es zu umgehen, muss das Duo alle drei Druckfelder gleichzeitig aktivieren. Das sollte nicht allzu schwer werden. Alle drei gleichzeitig, so. Nur rüber zu kommen. Ein kleines Rätsel. So. Ah, so einen bestimmten Zeitpunkt. Das ist natürlich leicht. Grindschuhe. Überraschenderweise fand Ratchet genau an diesem Ort ein glänzendes neues Paar Grindschuhe. Ratchet sprang mit seinen Grindschuhen an den Füßen auf die Schuhe. Genial. Kann auch noch schießen, glaube ich, mit einigen Waffen. Oder auch nicht. Aber echt, auf der PS2 gab es das sogar noch. War echt genial. Auf der Suche nach dem Düsenpad setzte Ratchet seine neuen Grindschuhe ein, um den Planeten zu erkunden. So. So, nehme ich mir das. Rüst noch dieses Raketenteil auf. So, den Brenner als nächstes vielleicht. Rüst ich mit dem Brenner komplett auf. Als nächstes, obwohl sehr viel fehlt ja nicht mehr. So, und dieses Teil hier hole ich mir als nächstes. Kann ich ja vielleicht mal kurz zeigen, ich habe jetzt genug und jetzt. Utz, 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 utz. Hält nicht sehr lange und man hat auch glaube ich nicht sehr viel davon, ja, nur 4. Ich denke jetzt, ja, Moment mal, jetzt sind alle Waffen voll. Was macht er denn jetzt? Es ist keine Sorge, es kommt nochmal so ein komplettes Feld mit, glaube ich, nochmal genauso vielen Waffen. Das heißt, keine Sorge, ist genug. Aber kann man was schlagen hier? Was mache ich denn jetzt? Zum Glück kannte ich das ja schon. Also ich finde das ist so geil. Hui! Man sieht die ein bisschen schlechter, aber sonst. Morgen. Game over. Als ob ich hier nicht lang gehen würde. Ha. Zwei von den Dingern wieder. Hey. Sandhaie, was machen die denn hier? Ist das der da hinten? Und der Kampfbot aus den Nachrichten. Ha, und du bist der gesichtslose Scherge, der mit Drake die Galaxie terrorisiert. Das mache ich nur tagsüber. Meine wahre Passion ist die Laien-Neurowissenschaft. Ich sammle Hobby-mäßig Telepathikus-Hirne. Und zwar seit ungefähr einem Jahr. Du sammelst Hirne als Hobby? Ich begebe mich mal auf dünnes Eis und sag, du bist Single. Hirne zu studieren ist eine ehrenhafte Aufgabe. Hätte ich Zugriff auf die übersinnlichen Fähigkeiten dieser Telepathomusse, wäre ich in der Lage, eine Armee aufzustellen. Dann und? Werden wir sehen, wer glaubt, mein Essen aus der Büroküche klauen zu können. Ich kann der gesamten Blattgemeinschaft einen Dienst erweisen. Also, wenn du mir ein paar Telepathomus-Hirne beschaffen würdest, gebe ich dir dieses Düsenpferd. Alles klar. Wie mache ich das? Ich sag mal, diese fetten Dinger da hinten sind das. Ich weiß es nicht. Kannst mir aber denken, oder solche Dinger. Du hast gesagt, ist Ewigkeiten her. Ich habe das Spiel ja auch selbst nicht gespielt, aber. Das ist ja lecker. Wer liebt das nicht? Zwei. So,
So. Der Brutzler vom Wiesenhof. Ober super scheiße. Diese Geräusche sind so genial. Wie man das dann so weghauen kann. Diese Geräusche. Ich liebe dieses Spiel. Kann ich jetzt heiraten? Bitte. Das war minimal knapp. Okay. Hier Onkel Darzan durch den Kölner Dom. Natürlich entdeck dich nicht, mein Freund. Alter. Okay, erst schießen und dann fragen. So, mal nachsehen. Hier ist Leben. Da hinten ist noch was. Was sind die Dinger feindlich? Die werden noch nicht als feindlich angezeigt. Es könnte aber auch in der Reichweite liegen. Hilfe. Davor will ich noch testen, ob ich diesen fetten Viechern da Schaden machen kann. Hallo? Hier noch ein Stück näher ran. Dann geht's weg. Okay, ich denke, man kann den Schaden machen, aber keine Ahnung. Ja, reg dich ab. Walk. Hui. So. Bitte sehr, ich sage dir was. Ich habe ja einen streng geheimen Drug Industries Infobot. Wenn du mir noch ein paar Hirne bringst, wäre ich bereit, ihn herzugeben. Du bist echt von Hirnen besessen, oder? Ja, bin ich. Und mit diesem Düsenpack wurde Ratchet zur fliegenden Geißel der tausend Welten. Oder zumindest war das Pendeln jetzt etwas leichter. Okay, das Ding braucht Energie. Kann man da hinten? Das Teleportopus-Hirn ist ein erstaunlich komplexes Organ. Ah, cool. Ah, gut, dann kann man die aber nicht mehr benutzen. Ratchet nutzte das Düsenpack, um hoch über feindliches Gebiet zu fliegen. Zeig nochmal schnell. Okay, die pixel ich noch schnell weg. Okay, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge von Wedget and Clankus. Und tschüss.